Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge unseres FIFA 17 FC Bayern München Karrieremodus. Das Ganze heute auf jeden Fall mal wieder mit einer Episode mit zwei Spielen. Wenn ihr sowas öfters haben wollt, wenn ihr sowas vielleicht in jeder Folge haben möchtet, dann lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe auch gesehen, dass einige Leute tatsächlich eine 1-Stunden-Karrieremodus-Folge mit Bayern sehen möchten, was halt ein bisschen belastend wäre. Ich meine, ich habe jetzt nur noch knapp 5 Stunden Access, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Bock darauf habt, dann könnt ihr mir das Ganze erstmal natürlich unten in die Kommentare schreiben, aber natürlich auch mit einer positiven Bewertung zeigen. Was mir positiv aufgefallen ist, weil ich schaue hier natürlich manchmal so ein bisschen in die Transaktionen rein, dass wir durch die Trikotverkäufe so ein bisschen mehr Gewinn machen und dadurch eben auch jetzt mittlerweile vom Erlös her, also von der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im positiven Bereich sind. Nämlich knapp 10 Millionen machen wir momentan Gewinn. 10 Millionen haben wir mehr eingenommen als ausgegeben. Und ich will das Ganze auf jeden Fall weiterhin steigern. Wir wollen natürlich gut wirtschaften. Wie es sich eben gehört für den FC Bayern München, wir haben die Trikotverkäufe ordentlich angekurbelt. Wie man hier sehen kann, 10,42 Millionen. Und dann bei den nächsten wöchentlichen Einnahmen sind es dann einfach mal 10,82 Millionen. Woran das jetzt liegt, kann ich euch nicht wirklich erzählen. Vielleicht liegt es daran, dass Lewandowski plötzlich mal angefangen hat, irgendwie mal wieder er selber zu sein und Tore zu schießen. Daneben aber natürlich auch noch Müller und Hazard, die Spieler mit den meistverkauftesten Trikots. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Formation für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Da gehen wir mit einer B-Mannschaft ins Spiel hinein. Müller der Einzige, der dann sehr wahrscheinlich gegen Atletico Madrid auch spielen wird. Aber die Differenz, so von den Tagen her, 2-3 Tage haben wir nur wirklich Pause dann zum Spiel gegen Atletico Madrid. Müller hat eine unglaubliche Ausdauer in FIFA, deswegen kann er, denke ich mal, auch diese 2-3 Tage Pause am besten nutzen von all diesen Spielern, die hier eben von Anfang an gegen Frankfurt spielen werden. Unter anderem haben wir da Neuer, Martinez, Tah, Kimmich, Bernat, Can, Sanchez, Costa, Coman, Green und Thomas Müller, wie gesagt. Auf jeden Fall eine ganz gute Formation. Ich bin vor allem auf Julian Green gespannt, der heute mal, wie gesagt, vorne von Anfang an ran darf im Doppelsturm mit Thomas Müller. Vielleicht wird er heute sogar ein Tor erzielen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ne? Das Ganze ein absolutes Topspiel. Der erste gegen den zweiten. Ich weiß nicht, wie Frankfurt aus 6 Spielen 14 Punkte holen konnte. In echt sind die momentan auch richtig gut drauf. Also mein Respekt auf jeden Fall an einen Verein, der fast abgestiegen wäre. Niko Kovac rettet sie und aus 4 Spielen holen sie dann einfach mal 9 Punkte, genauso wie Borussia Dortmund. Also Respekt für so eine Leistung. Wir haben tatsächlich, habe ich gerade rausgefunden, ein drittes Trikot. Das alternative Trikot bei Bayern, was finde ich sogar ganz gut aussieht, sogar besser als das Auswärtstrikot. Wir werden aber mit unserem Heimtrikot antreten, denn ich finde, man kann das Ganze gut unterscheiden. Unser knalliges, komplett rotes Trikot im Vergleich zum weiß-schwarzen gestreiften Trikot von Eintracht Frankfurt sollte man, denke ich mal, unterscheiden können. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel im legendären Waldstadion, würde ich schon fast sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. So, los geht das Ganze. Vollste Konzentration ist angesagt. Wir wollen 3 Punkte holen hier aus Frankfurt. Das Ganze, würde ich mal sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt die Pflicht, denn die meisten unserer Rivalen haben tatsächlich schon gepatzt, aber wir wollen uns natürlich auch nicht in die Situation bringen, zu patzen, zu verlieren oder wieder unentschieden zu spielen. Deswegen wäre ein Sieg auf jeden Fall nicht schlecht, aber wie gesagt, keine Pflicht. Also ein Unentschieden würde auf jeden Fall auch gegen Green direkt mal mit dem ersten guten Pass auf Sanchez und der auf Müller. Und da ist Coman und der geht auch nicht rein. Immer wieder in den ersten 2-3 Minuten die Bayern gefährlich bis zum geht nicht mehr. Aber immer wieder machen sie die Dinger nicht rein. Also das ist echt ein bisschen komisch. Schönes Tackling von Jonathan Tah, der sich auch hier durchsetzt. Super Ding. Jonathan Tah, wir setzen immer mehr auf die deutschen Talente. Ich habe auch vielleicht vor, für die Wintertransferphase nochmal ein bisschen nachzulegen, was Talente betrifft. Vielleicht irgendwie in Richtung Johannes Eggestein von Werder Bremen, den dann eben als Backup-Stürmer zu nutzen. Oder wir setzen weiter auf Green. Das müsst ihr vielleicht entscheiden. Vielleicht werde ich da in der Hinsicht auch nochmal einen Strawpoll machen. Ja, Emre Can, langer Ball nach vorne. Müller versucht sich hier den Ball irgendwie nochmal zu ergattern. Funktioniert dann aber leider nicht ganz. Ja, Kimmich mit der Grätsche ganz schön ins Nirgendwo. Jonathan Tah muss hier wieder aufpassen. Kommt auch nicht in den Zweikampf rein. Jetzt wieder Kimmich in der Defensive, der das Ganze leider mit einem Foul löst. Und dafür gibt es hier eben den Freistoß für Eintracht Frankfurt. Der könnte vielleicht gefährlich in die Mitte kommen. Aufpassen, Neuer ist zur Stelle, gut gemacht und damit die Aktion auch wieder entschärft. Vielleicht könnten wir einen schnellen Konter einfahren. Da ist Douglas Costa und der Tempo, der nimmt auch noch Julian Green mit. Der ist auch nicht gerade der langsamste. Durch die Lücke gesteckt für Kingsley Coman und der dann auf Emre Can. Und der wird dann leider kurz vorm Abschluss gestoppt, schade. Also wir sind auf jeden Fall, was Konter angeht, sehr gut dabei heute.
Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir das Ganze auch mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob wir Green tatsächlich mehr nutzen sollen. Jetzt vielleicht für die Flügel, für den Sturm, finde ich den eigentlich gar nicht schlecht. Der hat doch in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gespielt. Das war jetzt echt ein richtig schlechter Pass von Joshua Kimmich. Martinez, und da kommt der Ball durch die Lücke und Emre Can, meine Güte. Meine Güte, im letzten Drücker kann er den Schuss nochmal verhindern. Sehr gut gemacht von Emre Can. Martinez und Tah waren da jetzt nicht gerade hellwach, so wie ApoRed bei Photoshop. Und wieder ist es Javi Martinez, der nicht in den Zweikampf kommt. Und da ist vielleicht das Tor für Frankfurt. Neuer kann parieren. Aufpassen jetzt. Aufpassen. Martinez, jetzt gut gemacht. Und vielleicht jetzt auch den Ball nach vorne auf Müller. Und der kann ihn nicht annehmen, der alte Fußballkrüppel. So, Kimmich erobert sich den Ball. Nachdem Frankfurt hier so einen leichten Konter versucht hat, Sanchez auf Costa. Und Costa mit links macht er das 1:0. Douglas Costa aus dem Winkel, den macht man auch nicht jeden Tag rein. 1:0 für die Bayern. Und das, obwohl Frankfurt bisher eigentlich guten Widerstand geleistet hat. Ja, das tut einem natürlich so ein bisschen leid, vor allem wenn man gegen Bayern ist. Also super gemacht hier, Sanchez sieht den freien Douglas Costa, anstatt selber abzuschließen. Der hat ja bisher schon einmal gegen Schalke nicht viel Glück gehabt, aber den muss Radetzky, oder wie heißt der nochmal? Ich glaube Radetzky heißt der. Den muss er haben. So, kommt Julian Green. Wir müssen mal hier direkt drauf gehen, direkt einfach versuchen, Frankfurt keine freien Räume zu lassen, was wir hier aber leider Gottes dann doch tun. Tah kommt nicht in den Zweikampf rein. Aber das machen sie gut. Dieses Abschirmen ist echt ganz schön overpowered in FIFA 17. So wie ich das bisher gesehen habe. Jonathan Tah jetzt mal mit dem Ball nach vorne auf Thomas Müller. Der hat auch so eine kleine Torflaute, würde ich sagen. Jetzt über 2-3 Spiele von so Müller erwartet man sich natürlich, dass er irgendwie jedes Spiel konstant trifft. Aber das kann natürlich auch nicht immer sein. Er ist trotzdem mit Abstand der Erste in der Torschützenliste hier in der Bundesliga. Und damit ist die erste Halbzeit vorbei. Ich denke mal, wir können zufrieden sein mit dem Ergebnis. Auch wenn wir jetzt nicht zu 100% dominant waren. Wir spielen hier auch nur mit B-Besetzung. Und führen trotzdem mit 1:0 durch Douglas Costa, meine Güte. Und lass die zweite Hälfte beginnen. Mal gucken, was Frankfurt noch so zu bieten hat. So, langer Einwurf auf Julian Green. Der auf Coman, der wieder auf Green. Super gemacht, super Ding. Der Pass auf Müller, Sanchez, 2:0. Super gespielt. Renato Sanchez macht das 2:0. Das will ich mir gerne nochmal in der Wiederholung ansehen, denn das war richtig schön Fußball gespielt. Wir sehen es hier, das Ganze beginnt bei Green, der spielt den Ball mit der Hacke auf Müller, der leitet weiter für Sanchez und er muss ihn nur noch ins leere Tor reinschieben. Was Radetzky da wieder macht, ist ein bisschen fraglich, aber es ist das 2:0 und Renato Sanchez erzielt sein erstes Pflichtspieltor. Sehr schön anzusehen. Jetzt ist die Frage, geht das Ganze weiter? Green holt sich den Ball, Müller 3:0. Thomas Müller 3:0 und Frankfurt wird jetzt hier wirklich in die Einzelteile zerlegt. Julian Green und Thomas Müller, ein Duo, was, denke ich mal, ganz gut funktioniert. Wir sehen es hier. Ballgewinn von Green und dann spielt er ihn auf Müller und der mit dem direkten Abschluss, wie man es kennt, mit der Innenseite, Thomas Müller, zum 6. Saisontor. Jetzt kommen wir wieder nicht in die Zweikämpfe rein. Neuer wird aber mal wieder nicht gefordert. Also schade, dass Frankfurt hier nicht irgendwie an ihr richtiges Potenzial rankommt. Also man merkt schon, da scheint tatsächlich keine schwache Truppe zu sein, so oft wie sie hier nach vorne kam. Aber leider hat es nicht mal für ein Tor gereicht hier. Vor heimischer Kulisse in der Commerzbank Arena bzw. im Waldstadion. Die Torschützen heute auf unserer Seite Douglas Costa, Renato Sanchez und Thomas Müller. Also ein super Spiel. Die B-Mannschaft hat mir heute richtig gut gefallen. Positive Eindrücke, vor allem von dem Mann hier, Renato Sanchez, aber auch von Julian Green, der jetzt, denke ich mal, sich mehr Einsatzzeit verdient hat. Könnt ihr eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal so ein bisschen auf das Spiel gegen Atletico Madrid in der Champions League, denn das steht jetzt als nächstes an. So, die nächste Trainingseinheit. Die Trainingseinheit nach dem Spiel gegen Frankfurt und Kimmich steigt tatsächlich von 78 auf 79 hoch. Wir trainieren ihn ja momentan als Rechtsverteidiger so ein bisschen, dass der auch mal den ein oder anderen Run nach vorne machen kann und dementsprechend so ein bisschen mehr eben Dribbling eben das Training. Und wie angekündigt, wird es tatsächlich eine alleinige Spitze geben für das Spiel gegen Atletico Madrid. Wir spielen mit dem 4-3-3-System. Iheanacho kommt dann erstmal in die Reserve, natürlich als Verletzter kann er jetzt nicht gerade viel Leistung bringen. Das heißt natürlich Müller heute nur auf der Bank, aber ich denke mal, er wird da nochmal reingebracht werden. Wir haben nochmal zwei E-Mails im Büro, die wir uns nochmal ganz schnell angucken. Nämlich einmal die Pressekonferenz, dann loben wir erstmal unser Team, was bisher in super Form ist. Lewandowski wollte spielen, den Wunsch habe ich schon so ein bisschen gerochen, deswegen
haben wir natürlich aufgestellt. Trikotverkäufe, Müller, Lewandowski, Hazard, Weiser hin. Und wir haben es wieder so ein bisschen gesteigert auf knapp 11 Millionen, die wir ja hier tatsächlich in der Woche einnehmen an Trikotverkäufen. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen Atletico Madrid. Wir wollen auf jeden Fall Rache haben für das Ausscheiden letztes Jahr im Champions League Halbfinale gegen diese Mannschaft hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Simeone und Co. sind auf jeden Fall sehr stark, aber wir können sie bezwingen. Und das weiß ich auf jeden Fall. Und hoffentlich tun wir das heute auch. Los geht's. So, das Ganze jetzt nochmal im zweiten Anlauf. Ja, ihr hört richtig, Leute. Zweiter Anlauf ist nämlich ganz schön belastend. Wenn du gerade 2-1 führst, durch zwei Tore von Lewandowski und Atletico Madrid durch gar nichts in Führung gegangen ist, dann aber plötzlich irgendein Treiber oder was weiß ich hier auf meinem Computer meint, nicht mehr funktionieren zu müssen und ich das Ganze erstmal irgendwie gefixt bekommen muss, weil gerade eben mein Spiel gar nicht mehr gestartet ist. Deswegen das Ganze hier nochmal im zweiten Anlauf. Ich habe richtig gut gespielt, muss ich sagen. Ich war vor allem mit Alonso sehr zufrieden. Lewandowski war richtig on fire und generell einfach richtig gut gespielt. Hab mich auch richtig gefreut, dieses Spiel so für euch zu kommentieren und das Ganze jetzt nochmal im zweiten Anlauf für euch zu machen. Ist ein bisschen blöd, aber ich denke mal, wir kommen alle drüber hinweg. Los geht das Ganze auf jeden Fall. Die erste Halbzeit. Wir wollen Rache und das Ganze auf jeden Fall heute Nacht hier beim Champions League Kracher. Bayern München gegen Atletico Madrid. Wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Sanchez jetzt mal mit dem Lauf hier auf die andere Seite. Super Pass für Eden Hazard, der kommt dann aber leider nicht an. Also mir hat ehrlich gesagt der erste Anlauf viel besser gefallen, weil wir da auch viel ruhiger gespielt haben. Aber unsere Chancen ebenfalls hatten. Jetzt spielen wir momentan etwas hektisch und haben gar keine Chancen. Beziehungsweise sind momentan nur Ansätze nach vorne, die aber leider momentan noch nicht wirklich zu 100% ausgefüllt werden. Also ein paar Pässe nach vorne und ein paar Runs nach vorne gab es bisher. Aber jetzt mal Alexis Sanchez, der ihn querlegt, aber leider abgeblockt der Ball. Ins Tor aus von Stefan Savic, glaube ich, der ja in der ersten Saison unter Simeone nicht die Rolle gespielt hat, die er sich erhofft hatte. Jetzt aber die Ecke, Thiago köpft und es gibt die nächste Ecke. So Vidal, Xabi Alonso, was der so weit vorne macht als unser Sechser, weiß ich nicht. Aber der Pass für Lewandowski ist genial, aber die Grätsche von Felipe Luis in letzter Sekunde. Thiago holt sich den Ball zurück und verliert ihn dann aber auch direkt wieder. Also es ist momentan echt ein Hin und Her. Wir kommen manchmal an Bälle ran, aber irgendwie ist Atletico immer mit irgendeinem Mann in letzter Sekunde da. Sei es jetzt, wenn Thiago sich den Ball erobert und dann irgendwie in die Mitte kommen möchte oder wenn Sanchez den Ball querlegen möchte. Immer ist einer von Atletico noch zur letzter Sekunde zur Stelle. Super Pass von Hazard auf Lewandowski, der wieder auf Hazard, der schickt Lewandowski und der hat Platz und setzt sich durch. Robert Lewandowski und die erste Chance und ich sage es euch einfach, Jan Oblak ein genialer Keeper. Der ist noch jung und hat jetzt schon so ein krasses Level, das könnte echt einer der zukünftigen Welttorhüter sein und das beweist er hier auch schon wieder. Thiago mit dem Kopfball, nicht ungefährlich, nächste Standardsituation, Ecke, der Ball kommt wieder zurück hier irgendwie ins Tor aus und es gibt die nächste Ecke. Da scheint Atletico Madrid echt verwundbar zu sein. Da liegt ein Spieler auf dem Boden. Na, Boateng jetzt mit dem Kopfball und wieder ist es Jan Oblak, der zur Stelle ist. Das ist unglaublich, also die haben echt einen guten Keeper. Das muss man denen lassen, neben der guten Defensive, die zwar jetzt nicht unbedingt aus den Topspielern besteht, aber irgendwie können die halt alle richtig pervers gut verteidigen. Ja, Hazard holt sich hier leider mit dem Foul den Ball. Und das Ganze wird natürlich auch vom Schiedsrichter abgepfiffen. Hier der kurze Pass auf Antoine Griezmann, der Spieler, bei dem wir am meisten uns fürchten müssen hier von Atletico Madrid. Aber die anderen natürlich auch nicht aus dem Auge lassen, wie Gameiro, Yannick Ferreira, Carrasco, Koke, wie sie nicht alle heißen. Die sind alle brandgefährlich, muss man echt lassen. So Xabi Alonso, wie man ihn kennt, mit Präzision in seinem Pass bis zum geht nicht mehr. Und jetzt Hazard auf Robert Lewandowski, der kommt dran und der Ball ist im Tor. Robert Lewandowski, 1:0 in der Allianz Arena und ich schwöre es euch Leute, beim ersten Versuch das Ganze aufzunehmen, Atletico Madrid ist in Führung gegangen und genauso ähnlich war das Ganze auch. Lewandowski hat nämlich kurz vor Ende der ersten Halbzeit, jetzt hier in der Nachspielzeit, ein Tor geschossen, nämlich den Ausgleich, beziehungsweise jetzt hier eben das 1:0 abgefälscht nochmal. Ball hat Jan Oblak, glaube ich, irgendwie am Rücken berührt und der Ball geht ins Tor rein. Lewandowski scheint auf jeden Fall seinen Torfluch so ein bisschen besiegt zu haben. Nicht nur in der Liga, sondern auch hier in der Champions League trifft der Pole und das Ganze, glaube ich, schon zum zweiten Mal. Und damit ist auch die erste Halbzeit vorbei hier
in der Allianz Arena. Wir können sehr zufrieden sein mit der Führung. Atletico Madrid kam bisher zu gar keinen Chancen, ne? Aber bloß aufpassen, denn wenn Atletico Madrid zu einer Chance kommt, dann muss das Ganze was heißen. Augusto Fernandes kommt für Thomas ins Spiel hinein, ein Achter kommt für einen Sechser ins Spiel hinein, also etwas offensiverer Wechsel, der hier von Simeone vorgenommen wurde. Los geht die zweite Halbzeit und Eden Hazard hier Vorlage zum 1-0 gegeben. Und was ist das für ein Ball von Alexis Sanchez aufs Tor? Den hätte er super nehmen können. Den hätte er richtig stark nehmen können. Jetzt aber nochmal die zweite Chance, Alexis Sanchez. Und die lässt er sich nicht nehmen. 2-0 in der Allianz Arena. Alexis Sanchez zum 2-0. Und wie er trifft zum 2-0. Holy shit, was ein Tor von Sanchez. Das muss man sich nochmal in der Wiederholung angucken. Und da rasten auch die Bayern-Fans aus. Aber ich kann es verstehen. Wir sehen es hier nochmal. Oblak mit dem Ball auf Savic oder Godin. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch Juan Fran. Auf jeden Fall rollt er den Ball zum Verteidiger und dann schnappt sich Sanchez die Kugel direkt gefühlt aus dem Stand heraus ins obere Eck unter die Latte zum 2-0. Und Vidal holt sich den Ball. Oben ist Alexis Sanchez frei. Alexis Sanchez zieht in die Mitte, könnte hier vielleicht den zweiten Treffer markieren, aber Jan Oblak ist zur Stelle. Thiago auf Philipp Lahm und Lahm wartet oben so ein bisschen auf Thiago weiter. Der könnte ihn jetzt weiterlegen auf Alexis Sanchez und der vielleicht mit der Flanke in die Mitte. Vidal kann sich den Ball aber leider nicht holen, obwohl Jan Oblak war da wieder zur Stelle. Also der reagiert manchmal wie so eine Katze, also da ist der Ball direkt vor Vidal und dann ist trotzdem Oblak schneller am Ball als eben Arturo Vidal. Oh, Gamairo läuft jetzt hier richtig stark durch. Hummels kommt mit dem Tackling zu spät und Manuel Neuer im ersten, aber leider nicht im zweiten Greifen des Balles. Kevin Gamairo. Zwei Chancen hat es gebraucht und Atletico Madrid erzielt ein Tor. Das ist ganz schön bitter. Hummels hier mit dem, ja, zu späten Tackling. Einmal hat Manuel Neuer den Ball, aber beim zweiten Mal ist die Ecke einfach zu frei und Kevin Gamairo lässt sich so eine Chance nicht nehmen. Neuverpflichtung vom FC Sevilla hat sich einiges kosten lassen, über 30 Millionen und man hat auf jeden Fall gesehen, warum. Und Vidal holt sich wieder einen Ball, also der macht heute so viele gute Zweikämpfe, aber dann ist leider Alexis Sanchez nicht agil genug, um irgendwie am Verteidiger vorbeizukommen. Und jetzt ist wieder Atletico Madrid im Vorwärtsgang, die kommen langsam an ins Spiel, Alaba muss da noch gerade so klären, Vidal mit dem langen Ball nach vorne. Also wir gehen hier auf jeden Fall nicht noch auf ein 3-1. Übrigens habe ich gesagt 3-0, was Hazard erzielen könnte. Aber nein, es ist natürlich das 3-1, denn es steht momentan natürlich auch 2-1. Und Hummels kommt wieder nicht in den Zweikampf rein. Philipp Lahm muss leider das Foul ziehen. Ich hoffe, dass es keine rote Karte dafür gibt, denn das wäre bitter. Vor allem Philipp Lahm und eine rote Karte. Also wenn das jetzt echt rot gibt, das wäre echt lächerlich, muss ich sagen. Ich hab's echt geschafft. Ich hab's echt geschafft. Philipp Lahm, der Spieler, der in seiner Karriere noch nie eine rote Karte bekommen hat. Ich ziehe das taktische Foul, klar, aber da stehen noch zwei, drei Spieler noch um den Atletico Madrid-Spieler rum. Lahm war ja nicht wirklich der Einzige, der da hinten stand, aber gut. Damit fliegt der Kapitän vom Platz. Eigentlich nicht gewohnt von Philipp Lahm. Der Schuss geht komplett übers Tor hier von Ángel Correa. Aber man muss sagen, ganz ehrlich, Philipp Lahm, wenn er in so einer Situation wäre, ich weiß nicht, vielleicht hätte er das Foul auch gezogen. Die Sache ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass es dafür in echt kein Rot geben würde. Deswegen lächerlich as fuck diese rote Karte für Philipp Lahm, aber naja, damit haben wir leider die gute Quote zerstört vom lieben Philipp. Und die Frage ist, können wir das Ganze hier über die Zeit retten? Eden Hazard zieht jetzt nochmal hier in die Mitte. Lenkt viele Gegenspieler auf sich, immer noch am Ball, Eden Hazard und das Ganze super hier der Abschluss, Eden Hazard zum 3-1. Der lässt hier die rote Karte von Philipp Lahm komplett vergessen und erzielt das 3-1 und das auf eine Art und Weise, das kann sich sehen lassen. Man of the Match für mich heute, Eden Hazard, was ein Zuckertor, ins lange Eck schlänzt er das Ding rein zum 3-1. Super Ding, Eden Hazard eine Vorlage und jetzt trifft er selber zum 3-1.
Und damit ist das Ding durch. 3:1 Sieg. Atletico Madrid bekommt eine ordentliche Abreibung hier in der Allianz Arena. Haben sie sich aber auch verdient, nachdem sie letztes Jahr mit sehr viel Glück weitergekommen sind, mit einer sehr schmutzigen Art Fußball zu spielen. Aber diesmal haben wir es ihnen gezeigt. 3:1 Sieg. Neuer mit der Kapitänsbinde, nachdem Lamia, wie gesagt, vom Platz geflogen ist. Kann sich drüber freuen, der hat auf jeden Fall auch einiges geleistet heute dafür. Obwohl er hat ein oder zwei Schüsse aufs Tor bekommen und wir haben ein Gegentor dadurch bekommen. Aber er war auf jeden Fall präsent und die Mannschaft war stark. Hazard heute vor allem, muss ich mal so ein bisschen außen vor ziehen, war heute richtig stark. Eine Vorlage und ein Tor und damit können wir auf jeden Fall gut leben. Also Eden Hazard, muss ich sagen, schlägt bisher ganz gut ein. Also bisher hat sich das Ganze echt gelohnt. Er ist auf eine 89er-Bewertung hochgegangen und hat bisher 7 Scorer-Punkte. 4 in der Champions League und 3 in der Bundesliga. Auf jeden Fall nicht schlecht. Lewandowski mit 8 Scorern. Dann haben wir Sanchez mit 3. Gut, das ist jetzt nicht so gut, aber ich denke mal, der kann sich auf jeden Fall noch steigern. Vidal, der bisher richtig gut ist. Also in der Bundesliga 2 Tore und 3 Vorlagen. Not bad. Thiago einfach mal mit 7 Toren, davon aber auch 4 im Vorbereitungsturnier. Ansonsten haben wir Kingsley Coman bisher, der nichts wirklich gemacht hat, was das Ganze angeht, hier von Toren und Vorlagen, aber immer präsent ist im Spiel. Muss man ihm auf jeden Fall lassen. Costa mit einem Tor und 3 Vorlagen, nicht schlecht. Müller, unser Topscorer mit 12 Scorerpunkten. Und ansonsten war es das, glaube ich, mit den richtigen Topscorern. Ansonsten Benatia, Gaudino. Wir gucken mal, wie sich die Spieler bisher so entwickeln, die wir verliehen haben. Scheint jetzt nicht gerade viel irgendwie sich getan zu haben. Weder bei Benatia noch bei den ganzen anderen Spielern, bei den ganzen Talenten, die wir momentan verliehen haben. Und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge des Bayern München Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch hier wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Zwei sehr interessante und sehr geile Spiele für uns gewesen. In der nächsten Folge dann Gladbach und auch das erste DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig. Da gehen wir auf jeden Fall ran in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.